So, einen wunderschönen guten Morgen. Wieder regnerisch und trüb. Das ist ja dieses Jahr so ein bisschen, glaube ich, das Standardprogramm. Aber mei, was will man machen? Heute will ich euch mal ein bisschen mitnehmen. Waren ja viele Fragen, wo lässt du deine Königin begatten? Ich meine, ganz klar, haben wir im letzten Video gesehen, einmal Belegstelle. Und aber jetzt will ich euch einfach die Fragen so da auch mal zeigen, wie wir das bei uns daheim machen. Für alle, die neu in der Imkerei sind, ich habe ja da viel Kontakt auch bezüglich der Königinnen. Wir nehmen Abideas in der Regel. Ja, das ist jetzt hier eine Styrodur-Variante. Ihr habt es ja auch gesehen, auch viel mit Holz, wo wir nehmen. Abidea, Begattungskästen, ist ja nur dafür da, dass die Königin begattet wird. Sprich, wir hängen da eine geschlüpfte Königin oder eine schlupfreife Zelle rein. Das ist praktisch ein Mini-Bienenvolk. Und lassen die begatten, dann kann man die entnehmen und praktisch einen zweiten Durchgang machen. Ja. Ich mache den gerade mal auf und dann sieht man eigentlich auch, warum wir uns für Abidea entschieden haben. Da sind drei so kleine Rähmchen drin. Und die drei Rähmchen, ne, die sind jetzt natürlich gebraucht. Wir sind am Ende der Saison, wir haben viel abgeräumt und nur noch vereinzelte Begattungskästchen natürlich mit Königinnen stehen. Und diese drei Rähmchen, und die ermöglichen das halt den kleinen Bienenvölkern eine Kugel zu, also natürliches Brutnest ist ja eine Kugel, und deshalb drei Rähmchen und deshalb keine Einwabenableger, ne? Weil für mich das ganz klar ist, das kommt, ein Bienenvolk muss ein Brutnest wie eine Kugel machen, ne? Wenn die Königin begattet ist, man lässt die ja da drin auch, ne? Ein paar Tage, weil eins muss man ja sagen, umso älter die Königin ist, also umso mehr Eier die schon gelegt hat, umso leichter ist es einfach, die zuzusetzen, weil einfach der Pheromon Gehalt in der, oder der, ja, den sie ausscheidet, steigt. Und deshalb sind wir ja immer darauf bedacht, dass die Königin eben nicht begattet sind, oh, ist brutal, zack, ab, verschicken. sondern wir lassen die da relativ drinnen lange. Und deshalb ist für mich so ein Abidea eigentlich eine schöne Größe. Ja, du brauchst eine Kaffeetasse voll Bienen als Mini-Kunstwurm zum Starten. Also das ist auch überschaubar. Und dann hast du eben die Möglichkeit des Brutnest in der Kugel. Du hast die drei Waben, wo die auch Eier legen können, eine gewisse Zeit lang. Klar, du musst dann die Waben austauschen oder du musst dieses Bienenvölkchen ziemlich schnell schröpfen. Aber diese Waben verwendest du dann einfach, um ein neues Abidea zu starten. Und insofern finde ich das ein ganz cooles System. Am Schluss von der Saison kannst du ja aus den ganzen Abideas wieder Bienenvölker machen. Ja. Ich nehme euch nachher noch, ich zeige euch, wo wir die aufstellen oder wie wir die aufstellen. Da habt ihr das auch mal gesehen. Wir haben im Wesentlichen zwei Standplätze, alle hier in der Gegend. Haben die Zuchtvölker ja nochmal auf dem extra Standplatz zum Umlaufen. Dann im Prinzip nutzen wir einen Brutschrank zum Schlüpfen, beziehungsweise bis kurz vorm Schlüpfen. Und dann schlüpfen die Bienenvölker einfach in diesen Völkchen, da ist es auch wichtig, dass die halt stark sind, ja, dass eine Königin praktisch ins Volle schlüpft, in ein Bienenvolk, das funktioniert. Also ich starte die ja gerne auch mit alten Königinnen im Frühjahr, dass eben das ein funktionierendes Volk ist und dann kommt eben die neue Königin dazu. Und so wie ich es gerade gesagt habe, mit Mini-Kunstschwärmen kann man es auch machen. Mache ich auch zum Teil, aber vorzugsweise mit alten Königinnen, die einfach den Bienen dann schon alles bieten oder den neuen Königinnen schon alles bieten, was die haben wollen zum Schlüpfen. Ja, ja, das soll es von dieser Seite kurz zum Begattungskästchen gewesen sein. Jetzt schauen wir uns das mal in echt an. Was ich euch zwischendurch noch kurz mitgeben will. Ich weiß ja, ich hatte dieses Video gemacht vor ein, zwei Jahren mit Bienenfüttern, mit dieser günstigen Pumpe hier. Und da weiß ich ja, dass einige da auch Interesse dran hatten. Und ich hatte jetzt das Problem, dass mir der, ich nenne es mal Wellendichtring, kaputt gegangen ist zwischen der Pumpe und dem Motor, praktisch auf der Kurbelwelle. Und das war natürlich super cool, weil ich war beim Bienenfüttern, ja, das
wo mein Rücken am schlimmsten war und hatte noch 10 Bienenvölker zu füttern. Und dann ging das Ding kaputt, ja, und eine Riesensauerei. Ich habe die im Bus stehen gehabt, eine Riesensauerei gehabt, aber was machst du, ne? Die Bienenvölker waren leer, ich wusste, mit dem Eimer kann ich nicht. Und dann habe ich halt weitergefüttert, ja, haben wir so 10 mal 10, zwischen 10 und 20 Liter Bienenfutter in den Bus verstreut. Aber ja, schöne Putzerei, ja. Ich glaube, der wird nie wieder sauber. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich die dann aufgebaut und diesen Dichtring ausgebaut. Und ich habe dann immer, da steht nichts drauf, ne? Ist halt günstig. Und dann habe ich immer gesucht, hey, Wellendichtring und alles und habe es halt nicht gefunden im Internet, ne? Und habe dann 2 bestellt, wo ich dachte, ja, das könnte sein, aber hat nicht gepasst. Und das Zauberwort, was ich nicht wusste, ne, weil ich kenne es halt von Motoren, von Maschinen, Wellendichtring, ja. Das Zauberwort ist, wie heißt es, habe ich vergessen, Gleitdichtring. Ja, weil es 2 Dichtringe auf einer Keramikbasis haben, die aneinander reiben im Prinzip. Ja. Und Gleitdichtring, zack, gefunden, bestellt, repariert und jetzt funktioniert es auch hoffentlich. Ne. Man sieht es halt, ich meine, was cool ist, wenn er kaputt geht. Ja. Wir haben jetzt hier oben praktisch Karamell aus dem Auspuff und das hat natürlich wie Volkswäsch gerochen in dem Auto dann. Also man muss es ja immer positiv sehen. Ja. Also das wollte ich euch nur sagen. Also wenn ihr so einen Dichtring sucht, Gleitdichtring und nicht Wellendichtring und dann findet man die auch. Ja, jetzt gehen wir aber weiter zum Abidea, zum Königin-Begattungsplatz und dann zeige ich euch den. Nein, stopp, eine Sache will ich euch auch noch erzählen. Wo die Pumpe draufsteht, ja, man sieht es, ne? Weil ich ja, wir haben ja immer, ihr wisst ja, wir haben immer Biozucker gefüttert, 25 Kilo Säcke oder am liebsten Big Bag, wenn es gab, selber angemischt. Es tut mir leid, ich muss das Thema aber leider schon wieder erwähnen. Jetzt habe ich gesagt, gut, ey, dieses Jahr mit meinem Rücken 25 Kilo Säcke in so einen IBC-Container oben reinzuleeren und das Zuckerwasser mischen und so. Vielleicht nicht gerade das, was da förderlich ist für die Heilung. Lass uns mal Futtersirup bestellen. Ja, es ist der Markt für Bio-Futtersirup ja relativ überschaubar. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier mal ein Produkt bestellt auf Saccharose-Basis. Und da bin ich mal gespannt. Ja, ist jetzt das erste Mal, ja. Also wenn jemand zuschaut und Erfahrung hat mit Bio-Futtersirup, wo man die herbekommt und ja, was da einfach erfahrungstechnisch schon mal da ist, was gut funktioniert, zuverlässig geliefert wird und so, würde mich freuen, wenn ihr das einfach in die Kommentare schreibt. Also, aber jetzt gehen wir. An den Ort, wo wir unsere Königin begatten lassen, das heißt, wo unsere Begattungskästchen stehen. Ich habe die immer ganz gerne so, ja, hier ist jetzt relativ gruppiert, aber wild durcheinander aufgestellt. Ich zeige euch hinten nochmal einen anderen Ort, wie ich die sonst auch aufstelle. Und da ist dieser Platz eigentlich optimal. Es ist so ein ganz leichter Nordhang. Wir haben hier relativ viele neue Obstbäume gepflanzt letztes Jahr. Aber vor allem, es ist halt hohes Gras und es wächst relativ viel. Und auch im Umfeld sind relativ viel verwilderte Sachen. Wenig Bienenvölker, außer unsere eigenen. Dass wir hier auch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass wir damit zurechtkommen. Ja, hier in dieser Gruppe, da haben wir jetzt noch die Reste von so einer Insel. Ich stelle die gerne so lose aufgestellt, so hingeworfen zum Teil auf. Also hier habe ich es jetzt ein bisschen gruppiert, weil ich diese Holzbegattungskästchen einfach unterm Baum haben wollte, wegen Regen, dass da ein bisschen geschützt ist. Und ja, lasst uns mal in eins reinschauen. Ne? Ja, hier haben wir jetzt so ein Begattungskästchen. Entschuldigung, mal geöffnet. Ich meine, es fallen uns 2 Sachen auf, dass die Rähmchen oft klemmen. Ne? Also ich habe hier manchmal echt Schwierigkeiten, die rauszubekommen. Und wenn man dann halt so hin und her wackelt und so, dann wäre es natürlich viel schwieriger, die Königin zu finden. Ja. Das ist das eine. Und was mir sonst noch auffällt, ist natürlich, hier haben wir Schimmel und auch im Futtertrog.
Und das ist das, was mir eigentlich nicht so gefällt. Auch das, das ist ein bisschen schade. Ansonsten, ihr wisst es ja alle, von der Qualität her oder von der Einstellung bin ich dann doch eher für die nachhaltigen Materialien Holz zu haben. Aber mit diesen Begattungskästchen muss ich sagen, aus Holz, da bin ich wirklich nicht ganz zufrieden. Auch der Bodenschieber lässt sich eigentlich schlecht benutzen. Ich habe alle von oben befüllen müssen, weil der Bodenschieber nicht passgenau ist, nicht hält. Und auch der Futterverbrauch. Also wir haben hier, ich habe es nicht gemessen, aber bestimmt den doppelten Futterverbrauch zu diesen Hartschaum-Abidea-Kästchen. Und dann ein Nachteil, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass wir natürlich nicht flüssig füttern können. Also wer da einen Tipp hat, wie man diese Holzeinsätze dicht bekommt, dass wir die flüssig füttern können, das mache ich ja ganz gerne eigentlich. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich hatte da früher, wo wir Adamfütterer mal hatten, da gab es so einen Kellereilack oder sowas, mit dem man das abdichten konnte, aber da bin ich nicht mehr am Stand der Dinge. Also wer da eine Idee hat, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wir haben jetzt auch, durch das, dass ich eben nicht so konnte, wie ich wollte mit meinem Rücken, im August ja nicht so viele Bienenvölker teilen können, wie wir es wollten, oder im Juli. Und deshalb haben wir noch ein paar Königin übrig. Also wenn da einer noch Bedarf hat, ich setze unten in den Online-Shop einfach einen Link zum Online-Shop, da stelle ich die einfach ein, auch mit der Anzahl, die wo ich noch habe. Und wenn die, wenn ihr da Interesse habt, dann macht es gerne auf diesem Weg. Und dann können wir die im September euch auch noch geben. Also wie gesagt, hier habe ich jetzt so eine Gruppe mit Holz Begattungskästchen. Wenn wir jetzt hier nach hinten gehen, da habe ich die andere Variante ein bisschen gewählt, was ich eigentlich auch ganz gern mache, nämlich die einfach so verstreut hinzustellen. Da müssen wir hier, also ich wollte jetzt die Tage auch mal mähen, aber leider habe ich ein paar technische Probleme beim Traktor. Der kriegt kein Diesel, aber das kriegen wir hin. Hier haben wir die jetzt im Prinzip wie gestreut hingestellt. Ja, also das mache ich eigentlich auch ganz gern. Haben wir dieses Jahr unheimlich Probleme gehabt mit Nacktschnecken, ne? Weil es eben so viel geregnet hat, muss man sagen, hatte ich sonst nie, dass so viele Nacktschnecken da reingekrabbelt sind. Und das ist keine schöne Sache, finde ich. Ja. Also das spricht ein bisschen gegen die Bodenaufstellung. Ansonsten meine ich mit der Bodenaufstellung, dass der Verflug viel geringer ist von den Königinnen. Deshalb stehe ich die gerne bodennah auf. Auch wenn es jetzt rückenergonomisch, mein Magnet halt hin und arbeitet die durch. Ne? Also das ist eigentlich nicht so das Problem. Und ja, hier auf dieser Wiese, da haben wir die einfach stehen. Ja? Das muss man ganz klar sagen. Wie gesagt, die Holzbegattungskästchen, davon hatten wir jetzt dieses Jahr, boah, ich meine 86 oder irgendwie sowas im Einsatz. Und man kann so sagen, eine Mücke, man kann so sagen, so 80% haben eigentlich Schimmel bekommen, ja, obwohl die zum Teil, wenn ich es finde, stelle ich euch noch ein Bild rein, obwohl ich die zum Teil unter Anhänger gestellt habe, ne, dass einfach von oben kein Regen drauf kommt, also eine Palette, Begattungskästchen und das alles unter Anhänger geschoben haben, haben wir trotzdem zum Teil immensen Schimmel. Also für mich ist das ein ganz klares Thema von der Holzqualität, aber da könntet ihr mir vielleicht auch nochmal in die Kommentare schreiben. Ich weiß, ihr habt mir damals ja auch viele Tipps gegeben, streicht die auf jeden Fall und so. Sonst kannst du die gleich wegschmeißen. Und vielleicht könnt ihr mir da auch nochmal einen Tipp geben, wo ihr eure bezieht, die funktionieren oder die besser sind. Ne? Ich weiß, es gibt hinten welche mit Klammer. Und wo der Boden dann zumindest funktioniert, weil das ist bei diesem Modell echt traurig, dass du die nicht mal füllen kannst von unten. Der Boden ist zwar da, aber der ist so lommelig und so rutschig, dass der nicht von alleine zubleibt. Ja? Und du kannst, ich habe ja keine drei Hände, also umdrehen und den Boden drin halten und beim Transport rutscht dann wieder der Boden auf. Also eine ganz traurige Sache eigentlich. Ne? Das ist so hat es eigentlich keinen Wert. So kann ich zumindest damit nicht arbeiten. Aber vielleicht gibt es ja einen anderen Hersteller. Ich habe keinen gefunden, der sowas in besser oder in qualitativ hochwertiger baut und wir den da benutzen können. Ja, wie geht es jetzt weiter mit diesen Begattungseinheiten? Also ich meine, das ist jetzt klar, logischerweise, ne,
Wir sind jetzt gleich Anfang September. Logischerweise ist es so, dass das die letzten Königinnen sind, die da drin sind. Ein paar werde ich noch halten, so bis in den Oktober rein, ne? Einfach als Reservekönigin. Wenn man jetzt nochmal mit der Ameisensäure einzelne Bienenvölker behandelt, im Ende September, und da je was passiert, dass man eben da noch Reservekönigin hat. Den anderen Teil oder den großen Teil wird die Königin entnommen und dann werden die aufgelöst. Ich löse die ganz pragmatisch auf. Ich stelle in diese Gruppe rein einfach eine Beute mit einer Königin, ein Futter und ein bisschen Brut, also ein schwaches Jungvolk nehme ich da echt ganz gerne. Und dann kehre ich die einfach ab und dann fliegen die alle Abideas praktisch rein. Ja, das ist so meine Hausnummer. So zwischen 30 und 40 Abideas verwende ich, um ein Volk dann aufzubauen. Ja, das dann eigentlich ganz gut durch den Winter kommt und im nächsten Jahr dann auch Honig gibt. Gibt es aber auch verschiedene Möglichkeiten, was man mit denen macht. Wie gesagt, die Holzabideas werde ich alle jetzt im September auflösen und mit diesen Styrodur-Abideas, da halte ich mir noch welche rein, auch vielleicht bis in November. Und einfach, dass ich ein paar Reservekönigin habe, wenn was ist. Weil klar, man muss die im Prinzip jede Woche oder alle zwei Wochen ein bisschen Futter reingeben. Man muss die Varroamilbe, unheimlich schwierig darin zu behandeln. Also ich mache es einfach mit Oxalsäure mehrmals, ne? Weil Ameisensäure da drin, das brauchst du ja nicht anfangen, hast ja diesen Raum, der ist ja so gering. Und ja, das soll es eigentlich von dieser Stelle mal gewesen sein. Es war mir jetzt einfach wichtig, weil halt auch viele Nachfragen kamen. Ne? Wie macht ihr das? Wo werden eure Königinnen begattet? Also sie werden hier begattet, in dieser, ja, manche sagen verwildert, aber für Insekten eigentlich ganz schöne Landschaft mit Grillen, mit Disteln, mit sonstigen Zeug, was hier blüht, Brombeeren, Brennnessel. Also ganz schöne, ja, sagt man, Standort, bis auf diesen Wohnwagen im Hintergrund da, na, der Sperrmüll, aber der wird entsorgt. Und dann sieht es hier auch wieder ordentlich aus. Ja, wie gesagt, das soll es gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Interesse habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, dann wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.